Heute, Freunde, gibt es eine Folge von einem Minecraft-Projekt, was bei mir über 2 Jahre nicht kam. Und zwar ist das hier die Folge zu Minecraft World Border, in der wir die 15 Millionen Blöcke erreichen. Falls ihr das Projekt nicht kennen solltet, das ist ein Projekt, was ich schon länger mache, aber nicht so aktiv spiele. Leider. Was sich jetzt aber ändern wird. Und zwar war es in diesem Projekt mein Ziel, von Spawn aus über die Overworld bis zur Border zu travel, zur World Border, die bei 30 Millionen Blöcken liegt. Von diesem Projekt sind insgesamt 6 Folgen online, in denen man gucken kann, wie wir vorgegangen sind. Wir haben uns Raketen gecraftet mit einer Gunpowder Farm. Komplettes OP-Equip mit Trident und fliegen jetzt Richtung World Border. Da sind wir aktuell bei 15 Millionen Blöcken angekommen. Und was wir alles in den 15 Millionen Blöcken gefunden haben, seht ihr heute in diesem Video. Der letzte Stand ist nämlich bei 10 Millionen und wir sind mittlerweile bei 15 Millionen, bei der Hälfte angekommen. Das heißt, ihr werdet am Ende von diesem Video erfahren, wie viele OP-Gaps, seltene Schafe und sonst was ich alles nach der Hälfte der Strecke nach 15 Millionen Blöcken gefunden habe auf der Welt. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende, Freunde. Wenn euch dieses Projekt gefällt und ihr unbedingt mehr haben wollt und ich das aktiver spielen soll, lasst unbedingt auch einen Like da, damit zeigt ihr mir das und auch einen Kommentar. Vergesst außerdem nicht, Freunde, unbedingt diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, denn wir wollen auch die 400.000 Abonnenten knacken. Das wäre sehr cool. Jetzt wünsche ich aber ganz viel Spaß, Freunde, mit dem Video. Wir sind immer noch bei 10 Millionen Blöcken. Für die Leute, die das Format nicht kennen, ne, die World Border, wir versuchen über die Overworld bis zur World Border zu traveln. Wir haben dafür tagelang Raketen gefarmt mit Gunpowder Farm und mit einer Papierfarm, sind dann mit Raketen, mit Trident und so mit Elytra geflogen, haben dabei sau coole seltene Sachen und so gefunden, sind jetzt bei 10 Millionen Blöcken. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr gespielt, weil ich eigentlich Offscreen weitermachen wollte, dann hat sich alles verschoben, dann war Craft Attack und dann war scheiße. Jetzt geht's aber wieder weiter. Wir sind auf der World Border Map, es regnet sogar noch. Digga, was? Ey, ich schwöre, das ist krass. Das ist ein Mesa, mein Chef, der in den Dschungel übergeht und jetzt ist es kein Mesa-Mindchef mehr, sondern ein Dschungel-Mindchef. Ich schwöre, das ist gestört, oder? Also was heißt gestört, aber das sieht man nicht alle Tage. Ich hatte sowas noch nicht. Und wir haben auch immer noch kein OP-Gap in Mindchef-Kisten gefunden, ne? Das ist auch noch ein nächstes eigenes Ziel, was wir haben. Ich schwöre, das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich wirklich cool hier. Guck mal, da hinten geht's auch wieder raus. Hä, wie geil. Zieht euch das mal ehrlich rein. Guck mal, hier ist einfach so ein Berg und da ist so ein Mindchef-Ding, der rausgeht. Hä, das ist ehrlich cool. Digga, wir sind seit 5 Minuten wieder in Minecraft World Border drin und finden direkt sowas Cooles. Einfach übergehender Mindchef hier. Geht rüber in den Dschungel, im Berg und kommt hier hinten wieder raus als normaler Mindchef-Gang. Ich schwöre, das ist geil. Yo! Hey! Pinkes Schaf! Wir machen die World Border TXT auf. Die World Border Textdatei. Und machen bei Pinkes Schaf einen drauf. 33 Stück. Guck mal, was wir schon alles gefunden haben. Ein Baby-Pinkes Schaf sogar. Das wissen viele nicht, aber ich habe ein Baby-Pinkes Schaf gefunden. Und ich call's auch. Ich werde noch eins finden, ob ihr wollt oder nicht. So, aber du, Kollege, kommst jetzt erstmal da rein. Eins. Da rein. So. Boah, ich dachte, da war noch ein baby schwarzes Schaf. Ey, aber noch ein pinkes. Wie viele finden wir von denen? Und ein braunes. Nebeneinander, was sind die Orts? Ich verstehe es auch nicht. Pinkes Schaf Nummer 34. Baby braunes Schaf. Es hört nicht auf. Holy shit. No way. Ah, was? Okay, wartet mal ganz kurz. Baby braun und Baby grau nebeneinander. Digga, wisst ihr, wie geisteskrank das ist? Okay, ich sage euch ehrlich, wenn das in einer Herde ist, dann ist das locker 0,0000 irgendwas, weil das dann noch krasser ist. Aber alleine, dass die beiden nebeneinander sind, ist schon gestört. Ich schwöre, die beiden zusammen nebeneinander, so wie wir sie jetzt gefunden haben, glaube ich, ist seltener als ein baby pinkes Schaf. Ich weiß zwar nicht, wie man die Odds ausrechnet, aber ich glaube, dass es wirklich bis... Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt das Krasseste ist, was wir gefunden haben. Okay, warte mal ganz kurz. Menschen gefunden. Einfach so auf locker. 16. Menschen. Und jetzt gucken wir Obsidianraum oder Schatzraum. Oh ja, Obsidianraum. Das ist der seltenste Raum bei der Menschen. Das ist krass. Denn in dem Obsidian ist ein Diablock. Digga, wir haben schon so lange keine gefunden mehr mit dem Raum. Digga, 2 Golems. Ich weiß nicht, ob das krass ist, aber 2 Golems eingesperrt, sieht man auch nicht oft, oder? Also man sieht oft 2 von den Dingern, aber dass auch wirklich 2 Golems drin ist. Ich weiß nicht, was die Raid dafür ist. Und ein Iglu. Ich weiß nicht, was die Odds sind, aber ist cool. Nicht schlecht. Ich wusste, dass da eine ist. Guckt's euch an, Junge. Vor allem hier am Rand vom Berg. Und es geht bis hier nach unten. Ich wusste, wir finden noch eine. Und dieser Zauberwald ist so riesig. Der hat sich so angeboten. Und da ist ein Schatzraum. Es ist ehrlich gestört. 2. Menschen mit Schatzraum. Alles. Boah, ist das geil. Kann ein OP-Gap drin sein, wenn wir Glück haben? Oh, eine Music Disc. Schade. Aber, egal, wir schreiben auf. Ey, sag mal ehrlich, sieht diese Menschen von hier nicht geisteskrank aus? Guck mal, wie die da hinten oben auf dem Berg steht. Boah, das sieht heftig aus, finde ich. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn ich sterbe, ich halt einfach nicht mehr zu meinem Stuff zurückkomme. Weil, hä? Moin. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. 5 Blöcke mit Zellbiom und da spawnt eine Kuh. Wir haben ja schon oft kleine
Myzel-Inseln gefunden, ne? Also Myzel-Biome. Plus, das ist hier ein L, was das Krasse an der ist. Aber wir hatten noch nie eine kleine Insel mit einer Kuh drauf. Und hier steht jetzt auch einfach eine Kuh. Das hatten wir noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, ist es sogar cool. Weil wir hatten schon so kleinere Inseln. Wir hatten sogar, glaube ich, mal einen Block Myzel-Insel. Aber jetzt auch mit einer Kuh. Das ist cool. Pass auf, Chat. Es regnet zwar gerade, aber hier ist eine Wüste. Und weil wir gerade wieder in World Border reingekommen sind, müssen wir jetzt nicht auf so schnelle Basis Meter machen. Wir haben zwar fett Meter gemacht. 140 sind wir jetzt. Aber wir fliegen jetzt die Wüste ab und suchen noch ein paar Pyramiden. Ich will OP-Gaps haben. Deswegen suchen wir die Wüste ab. Obwohl es regnet. Eigentlich bei Regen ist es ein Muss zu fliegen, was das Zeug hält, bis Regen aufhört. Aber ich will auch die OP-Gaps. Okay. Nix. 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 Ich kann das nicht mehr. Die Pyramiden müssen echt mal mehr gönnen. Unbedingt. War es das schon? Ey, das war's. Das war gar nicht so lang. Die Wüste war ja klein. Dann können wir direkt weitermachen eigentlich. Baby, graues Schaf. Das nächste. Mann, Digga, ich habe alleine 168 Stunden in dieser Map. Digga, ich habe so, no joke, ich sag's, ich habe über 100.000 Stunden in Minecraft. Spielstunden, safe call. Reicht gar nicht. Safe mehr. Ich habe Minecraft Spielstunden in Jahren zwei. Ich sag, ich habe 2 Jahre, war ich nur in Minecraft. Aber es ist safe, 100%. Ist es übertrieben? Safe, oder? Das ist ein bisschen übertrieben. Digga, aber ich sag ehrlich, ich hab so eine. Übertrieben? Ich sage, es ist nicht übertrieben, das stimmt. Ihr müsst euch vor. Also, Chat, mein Tag damals in der Schulzeit von 5. bis 10. Klasse oder so, obwohl 10. weiß ich gar nicht mehr, ob so. Bestand legit aus 7 Uhr aufstehen, von 7 bis 13 Uhr aufstehen und Schule. 14 Uhr war ich zu Hause, von 14 bis 11, 12 Uhr am PC. Minecraft. Und das über 5 Schuljahre. Digga, was war damals dein Lieblingsschulfach? Boah, alles scheiße. Nee. Yo! Woodland Mansion mit einem Schatzraum. Rein theoretisch OP-Gap. Oh, 2 Schallplatten. Schade. Aber Schatzraum. Das ist cool. Guck mal hier. Ein babygraues Schaf. Der nächste Fund in unserer Liste. Das schreiben wir doch direkt auf. Das babygraue Schaf Nummer 13. Nicht schlecht. Das erste ist so geil. Okay, erste Kiste, nix. Obacht, zweite Kiste. Oh, leider nix. 3. Auch nix. Dritte Kiste. Normaler Gap. Obacht! Leider nicht. Oh! Junge, was habe ich für einen Zoom? Pinkes Schaf! Das nächste. Obacht, welche Nummer ist es? Das ist Pinkes Schaf Nummer 35. Oh mein Gott, Pyramide! Wir sind da. Okay, 4 Kisten sind hier drin. Potenziell für OP-Gap. Leider nix. Ja! Als ob! Let's go! Da ist er! Nummer 24. Noch mehr? Irgendwann ist es soweit. Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Ah! Leider nicht. Ich kann das nicht mehr. Okay, nächste. By the way, das zählt jetzt nicht in die Wette, weil es ist eh schon vorbei. Obacht, obacht. Zwei. Junge, wie viele normale Gips waren hier drin? Oh mein Gott, ich habe gerade seinen Vater getötet. Baby schwarzes Schaf. Let's go! Nummer 19. Von dem Kollegen. Nicht schlecht. Da ist er. Der kleine Racker. Weiter geht's. Wow, Junge. Was denn hier los? Junge, imagine, du fährst hier mit dem Boot und dann fährst du hier aus den Reihen in die Spikes tot. Junge, oh mein Gott. Das sieht krass aus hier. Nicht schlecht. Wait, hier sind 2 Ozeanmonumente direkt nebeneinander. Wait, sind die genau auf einer X-Koordinate, wisst ihr, was ich meine? 115. Sind die. Boah, ich glaube, die sind sogar auf einer Koordinate. Kann das sein? Hä, sind die echt? Digga, hä? Das sind 2 Ozeanmonumente. Blockgleich nebeneinander. Nebeneinander. Hä, das ist ehrlich krass. Hä, Retalk, das ist heftig. Nur das eine ist gedreht. Das guckt in die Richtung und das da drüben guckt in die Richtung. Hä, das ist ehrlich krass. Ihr tut so, als wäre das nicht krass, aber das ist legit heftig. Vor allem auch nebeneinander. Und hier noch ein OP-Gap. Boah, schade. Ey, und Myzelbiom Nummer irgendwie 5000. Wartet, ich guck welches. Myzelbiom 41 ist das hier. Nicht schlecht. Post-Chat. Was?
Oh mein Gott, wait. Digga, ich glaube, wenn man das hier irgendwie zusammenrechnen würde und auf Krampf irgendwie versuchen würde, daraus eine Wahrscheinlichkeit auszurechnen, wäre das geisteskrank heftig. Habt ihr schon mal so eine Rune Portal Chest gesehen? Mit 1, 2, 3, 4, 5 Tools und Schuhen, also nur Rüstung oder Ding. Und dann auch noch zwei davon gleich enchanted mit Unbreaking 1, Unbreaking 1, Unbreaking 3, Silk Touch und Mending. Digga, ich, no joke, ich glaube, dass es, wenn du es ausrechnest, wie wahrscheinlich es ist, dass du genau diese Kiste bekommst. Sehr, sehr krass. Wow. Zwei braune Schafe auf einem Fleck in einer Vierergruppe. Das ist, glaube ich, auch heftig. Ich weiß nicht, ich glaube, wir finden die ganze Zeit so low-key seltene Sachen, aber das ist safe. Zwei braune Schafe nebeneinander habe ich auch gefühlt noch nie gesehen irgendwie. Das ist überkrass gerade. Oh, nochmal. Oh mein Gott, zwei normale Äpfel. Oh, Digga, ein Baby-Zombie-Villager. Wie lange ist es her, dass ich so einen Kollegen mal gesehen habe wieder? Also so freier Wildbahn, wisst ihr, was ich meine? Auf locker, umgeklatscht die Sau. Oh, what? Hä? Drei Goldschaufeln, aber leider zwei davon haben Effi und das Fortune. Digga, WTF, was finden wir für komische Rune Portal Chests heute? No way! OP Gap Nummer 25! Let's go! Im Rune Portal. Digga, ich kann es nicht fassen. Let's go. Nummer 25 war das. Und hier ist direkt noch ein Dorf, da können wir pennen. Geil. Junge, was ist hier denn los? Junge, das Rune Portal ist einfach komplett in dem Dorf in der Mitte gespawnt. WTF? Jo, wie geil sieht das aus? Einfach zwischen zwei Häuser und die sind jetzt verbunden. Auf Look. Digga, was ist denn das jetzt hier? Junge, einfach gestrandete Boot. Mit einem Dia. Den nehme ich mit. Junge, hä? Ja, aber hier ist auch gar kein Meer. Oder? Beach. Was macht das hier? Hier ist ja nicht mal ein Ozean. Wie random ist das hier? Junge, hä? Der sieht voll cool aus. Und... Junge, hä? Warum ist hier oben ein Baum? Junge, was ist das hier? Das ist hier alles voll cursed. Also legit. Guck mal, da unten dieses Boot, was einfach da so steht, wo hier nichts ist eigentlich. Und dann dieser Baum da oben. Mycelbiom. Numero, ich muss nachgucken. Ich weiß nicht, wo ich die Textdatei habe. Numero 44 Mycelbiom. Let's go. Haben wir nochmal eins gefunden. Aber wir haben jetzt lang keins mehr gefunden, ne? Das ist mal wieder wichtig. Oh. Pinkes Schaf. Let's go. Obacht. Nummer 36, glaube. Wenn mich nicht alles täuscht. Zack, rein da. Mitnehmen. Da ist es. Und ciao. Wolle geklaut und Abfahrt. Der hat einen Trident in der Hand. Komm, gönn. Und... Let's go! Er hat ihn gedroppt! Seit langem mal wieder. Als ob! Wir haben so lange jetzt schon wieder keinen gedroppt bekommen von den Kollegen. Also wirklich lange. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Aber er hat gegönnt. Let's go! Der nächste Trident. Wir haben hier schon ein paar, ne? Hier, guck mal. Das ist der 7. Trident. Mit dem, was wir haben, der 8. Junge, wir haben schon so geilen Stuff hier drin. Das ist so geil. Let's go. Und hier haben wir die nächste Mushroom Island. Die können wir direkt aufschreiben. Ja, leer. Okay, 45. Mycelbium ist das hier. Obacht. Leute, es passiert. Seht ihr es? Wir überqueren die Marke. 11 Millionen. Und jetzt geht's los. Die nächsten vier gehen richtig schnell, weil wir sind jetzt am Machen. Checkt ihr es? 11 Millionen und die nächsten vier hinterher. Oh mein Gott, warte mal kurz. Kurz mal die Pyramide abchecken. Schwanz mit Soße. Let's go! Nummer 26! Easy peasy, Junge. Da ist er! Da ist er, der nächste Junge. Boah, ich will wirklich... Ich habe wirklich kein Ziel für das Projekt, aber am Ende ein Stack wäre geil. Pinkes Schaf! Let's go! Endlich mal wieder was Lustiges. 36 haben wir schon von denen. Das ist das 37. Macherschaf, sage ich. Wir haben schon 37 pinke Schafe auf dieser Welt gefunden. Oha, wer ist er? Ich weiß nicht, ob das krass ist. Ich glaube nicht. Das ist einfach nur ein Baby-Zombie auf einem Huhn. Aber ist auf jeden Fall lustig. Und hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, da ist er auch runter vom Huhn. Egal, wir hatten ihn. Macher. Freunde, pinkes Schaf mit zwei braunen Schafen. Oh, locker. Junge, mal wieder ein Erlebnis. Das wird abgesäbelt. Nummer 39 ist das. Moin, Meister. Pyramide. Yo! Nächster OP-Gap! Let's go! Es wurde auch Zeit. Noch einer? Ah, scheiß drauf. Egal, immerhin einer. Den nehme ich mit, sage ich. Let's go. Wurde auch mal wieder Zeit. Junge, so wichtig. Was ist denn das? Diese Lagre-Iglu im Berg. Wie sieht das aus? Geht's hier runter? Ja, ne? Ja.
Hier, warum sieht das so scuffed aus? Lockere Iglu. Einfach, man sieht sogar hier noch die Streifen. Ist das dumm, Digga. Warum machst du nicht mehr Netherdecke? Ja, in dem Projekt geht es ja eben darum, das über die Overworld zu machen. Sonst wäre es ja stinkend langweilig. Das ist ja dann nichts Besonderes. Junge, wie clean ist dieses... Hä, warum ist das Room... Hä? Warum ist das so clean? Auf dem Wasser. Wie random. Müsste es nicht normalerweise unten spawnen? Also, egal, scheiß drauf. Ich habe noch nie so ein Rune Portal so weit draußen oben gesehen mäßig. Checkt ihr? Warum haben sie keine Speed Potion? Also Leute, ihr müsst mich nicht siezen, okay? Und zweitens, weil ich fliege. Also Speed Potion bringt ja nichts. Ich laufe ja nicht. Und selbst dann wäre es wahrscheinlich den Aufwand nicht wert. Bist doch schon bald 50, da kann man auch siezen. Digga, ich bin fucking 23. Ich bin näher an 20 als an 30. Und das bedeutet, ich bin nicht alt. Ab 25 ist man alt. So, jetzt habe ich es gesagt. 25 ist gleich alt. Boah, schade. Ja, scheiße, wir lassen den da. Boah, ich will dir mal einen Goldapfel finden. Das wäre so krass. Scheiß drauf, lohnt nicht. Ich bin stuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wollte gerade hier die Schafe killen, weil, ne? Level für Elytra und so. Aber Baby hellbraunes Schaf. Da ist es. Guckt es euch an. Lange nicht mehr gehabt. Ehrlich nicht. Baby hellgrau, jetzt mittlerweile das 13. Macherschaf. Oh mein Gott! Ich habe was ganz Wichtiges heute vergessen. Ich habe den Fortnite-Shop noch nicht abgecheckt heute. Oh mein Gott, dreimal Sigtouch-Enchantment hier drin. Dreimal gleiche Enchantment und zweimal davon gleiche Item. Ich sag's euch, wenn man das jetzt errechnen würde, wäre das geisteskrank dumm selten. Sage ich. Aber keine Ahnung, wie selten. Aber ich hab's einfach mal gesagt. Aber jetzt mal kurz, Real Talk. Schon wieder! Nochmal dreimal Sigtouch. Digga, ich glaube, dreimal das gleiche Enchant in... Ding zweimal ist geisteskrank und wir hatten es jetzt zweimal hintereinander. Wie gestört ist das? Das glaube ich ehrlich krass, also no joke. Warum fragen mich in letzter Zeit so viele, wie alt ich bin, Digga? Bin ich irgendwie, sehe ich aus wie 30? Ja? Ach, fickt euch ehrlich. 40 eher. Ü40, Mann, hebt mal die Schere, ihr Muggelkinder. Ich bin fucking geschmeidige 23. Oh, Trident. Schade. Halbe Rentner, ich gehe gleich auf. Sage ich, mir auch egal dann. Oh, nächstes Myzelbium. Diese Locke. Boah, das ist mittlerweile, lass mich lügen. Wartet. Das 47. Wir haben von den Dingern echt schon viele gefunden. Aber Nummer 47. Könnte es aber auch 12 sein. Ja, okay, jetzt übertreibt ihr. Ja, wir müssen kurz durchwarten, bis es bis Song Quest over ist. Baby schwarzes Schaf. Da ist er! Das nächste! Jetzt finden wir wieder häufiger diese Dinger. Let's go! Junge, Nummer 20 einfach von dem Kollegen. Dafür, dass die so selten sind, haben wir da echt schon viele gefunden. Macher! Regen, endlich! Ja! Jetzt machen wir dicke Meter. 12, 110. Merkt euch diese Zahl. Oh nein, Regen hört auf. Boah, Regen hört auf. Aber 700.000 Blöcke heute. Und OP Gap! Zu, Junge! Direkt nachdem der Regen aufgehört hat. Let's go, Nummer 28, diese Look! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Pinkes Schaf! Beiseite! Nein! Was ist denn hier los? Ich will doch nur zum pinken Schaf. Wer ist er? Okay, da ist es. Pinkes Schaf. Nummer 40. Komm her. Macher. Nehmen wir mit und eingetütet. Das ist das 40. pinke Schaf, was wir gefunden haben. Das ist ehrlich eine Hausnummer mittlerweile. 40 von den kleinen Viechern. Melina macht einfach mehr Mordarbeit als Fabo insgesamt Arbeit. Was soll das denn heißen? Ich bin hier schwer am Schuften. Oh, Kiste. Oh mein Gott. Es kracht, Freunde. Ruhig. Wo war jetzt die Kiste? Die Kiste ist weg, kann es sein? Wo war die Kiste, Chat? Ich glaube, die ist weggesprengt worden vom zweiten Creeper, oder? Also der erste Creeper hat sie aufgesprengt, der zweite Creeper hat sie weg. Also, ja, komm, scheiß drauf. Stell dir vor, du wachst auf und liegst in Wüste ohne Wasser. Was tust du? Na, Wasser suchen. Mann, ich brauche OP-Gap.
Ich will die 30 haben. Ich glaube, das sieht cleaner aus. So, ich gehe jetzt ran. Hallo? Hallo? Ey, lange nicht gehört, Alter. Was willst du? Hier? Ich wollte ein bisschen reden mit meinem Freund Fabio oder nicht, oder was? Bisschen schnacken, ein bisschen austauschen. Ja, was gibt's denn so Wichtiges? Mein Vater sitzt heute im Wohnzimmer. Ich wollte einfach mal nachfragen, was du da machst. Ja, ich würde immer ein Ding drücken. Mal ein Ding drücken? Auf die Nase, so, gerade drauf machen. So einen rechten Haken ziehen oder was? Ja, mal straight auf die Nase drauf dreschen. So richtig schön die Nase krumm machen? Ja, ja. Boah, stell mal vor, die haut immer auf die Nase so, die ist so gebrochen. Alter, was würdest du da tun? Würdest du selber so gerade machen? Digga, stell mal vor, so, die haut jemand auf Nase, Alter. Und deine Nase ist gebrochen. Und dann, ja, dann wächst du nicht mehr richtig zusammen, du hast eine richtig schiefe Nase. Digga, du würdest, wenn jemand auf die Nase haust, Digga, du wirst am Boden sitzen und heulen. Nee, Polizei, Anzeige, und rein, Schmerzensgeld nehme ich. Schön. Dann weiß ich ja, dass ich eine Maske aufsetzen muss. No joke, wenn ich auf Nase bekomme, Digga, wenn du so einen richtigen Schlag auf Nase bekommst, du gehst ja noch. Nein. Digga, doch, Digga, das muss so ein. Digga, ich. Schon ein Corona-Test, als der mir in die Nase geschoben wurde, bin ich fast umgekippt. Digga. Ja, also wenn du einen Schlag auf die Nase bekommst, dann tut es halt scheißen weh. Pinkes Schaf! Junge, pinkes, schwarzes und braunes Schaf in einer Gruppe. What the hell? Der wird eingetütet, der Muggel. Das ist das 41. pinke Schaf, was wir gefunden haben. So, mitgenommen und weitergeflogen. Ich sag euch ehrlich, ist ein historischer Moment. Wir sind wieder richtig am Ackern. Und wir hitten jede Sekunde die 13 Millionen. Dann ist endlich die 12 weg. 2000 Blöcke noch. Ihr wart dabei. Und wir sind da. 13 Millionen. Let's go. Nur noch 2 Millionen zum nächsten Checkpoint. Und wir haben es teilweise jetzt auch schon gehabt, dass wir an einem Tag 700.000 Blöcke mit Regen und Trident und so getravelt sind. Wir machen in letzter Zeit wirklich schnelle Meter. By the way, neues Myzelbiom, das schreiben wir kurz mal auf. Boah, wait, das hier war das 50. Myzelbiom. Chill mal ganz kurz. Das war das 50. Myzelbiom, was wir gefunden haben. Wir haben jetzt schon 50 von diesen Inseln. Digga, das ist eine gestörte Zahl. Normalerweise, also in einer Welt müsst ihr bedenken, ne? 50 Stück, das ist crazy. Oh. Oh mein Gott, ich hab's gar nicht gesehen. Baby schwarzes Schaf, müssen wir aufschreiben. Das ist Nummer 21. Pinke Schaf! Let's go! Scheren. Das war nur Schaf Nummer 42. Eingetütet. Wir haben schon so viel Schafe gefunden in jeder Farbe und groß, klein, alles. Das ist so crazy, crazy, crazy. Nächstes Babyschaf, Baby Grau. Den Kollegen haben wir jetzt gerade das 14. Mal gefunden. Die Dinger sind halt so selten, aber das wissen viele nicht. Aber wir haben jetzt echt schon sehr, sehr viele gefunden. Das ist so krass. Ja, noch mal eins. Es hört nicht auf. Heute pinke Schafjagd Nummer 43. Let's go, Kollege. Oh, noch mal ein pinkes Schaf. Junge, wir finden so viele. Let's go. 44. Zack. Und mitgenommen. Den Kollegen. Freunde der Sonne. Nächstes Vieh. Nächstes Babyschaf. Baby. Ah! Baby hellgraues. Ich muss kurz die Liste aufmachen. Baby Light Gray Nummer 14. Ja! Boah, wir haben schon so viele gefunden. Das wird so eine geile Zusammenfassung bei 15 Millionen, was wir schon alles gefunden haben. Oh! Baby graues Schaf. Da ist es. Der Jode. Nummer 15 ist das. Boah, wir haben schon so viele, ne? Das ist so gestört. Töte es? Nee, das ist actually selten. Aber ich töte seine Familie. Ey, Banger. Was ist so geil, dass wir so viele von denen finden. Okay, wartet. Historischer Moment. Wir hitten die 14 Millioner Marke. Das heißt, es fehlt noch 1 Million bis zu der Hälfte. Und dann haben wir endlich die Hälfte geschafft. 14 Millionen! 1 Million noch, dann sind wir bei der Hälfte. Wait, was ist das jetzt? Myzelinsel 1 und 2, das heißt 52. Digga, hatten wir das schon? Ich glaube, ich habe noch nie einen Azalea-Baum auf so einer Insel gesehen. Oder? Ich habe gar keine Ahnung. Aber egal, da ist er. Macher. Digga, hä? Und hier kommt noch eine Insel. Das sind einfach 3 Inseln nebeneinander. Das heißt 53 jetzt. GG. Das ist krass. Das ist echt krass. Digga, was ist das denn? Einfach Baum in Luft. Und das hier ist das dumm. Die normalste Minecraft-Generation. Baum in der Luft. Locherbaum, der Locher. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott. Junge, oha. Wie krank sieht das hier aus? Hallo? Junge, Digga, das sieht überfresh aus, die Höhle hier. Also, guck mal, ich kann euch den Seed gerne irgendwann am Ende des Projekts durchgeben. Ihr müsst nur 1,43 Millionen Blöcke traveln. Dann könnt ihr hier eure Base reinbauen. Ja, aber das sieht echt fresh aus. Holy shit. Ich hoffe, wir schaffen es heute. Ich hoffe, es fängt jetzt gleich an zu regnen und dann werde... Das ist natürlich jetzt krass. Also, das ist natürlich jetzt, als wäre es...
dafür bestimmt jetzt zu regnen. Ist das geil. Und jetzt fliegen wir zu den 15 Millionen. Aber zackig. Aber sowas von zackig. Let's go. Junge, es war einfach perfekt getimed. Ich habe gesagt, es soll jetzt regnen, es regnet. Okay, da machen wir jetzt richtig fette Meter. Und wir hoffen, dass wir gleich bei 15 Millionen sind irgendwann. Das ist ehrlich krank. Guck mal, wo wir sind. Wir sind bei 14,9 Millionen. Es fehlen die letzten 100.000 Blöcke bis zur Hälfte. Die letzte Folge kam vor 9 Monaten, weil wir so unregelmäßig hier gezockt haben und so. Und auch mit Server und alles. Oh mein Gott, wir sind einfach gleich da bei der Hälfte. Aber guck mal, 700.000 Blöcke gehen dann doch schnell, wenn es mal regnet. Die letzten 10.000 Blöcke bis zu 15 Millionen. Ist das krass. 5.000 Blöcke noch. Hier ist überall mehr. Bitte ist bei 15 Millionen Blöcken kein mehr. Oh, noch ein Rune Portal. OP Gap. Komm, gönn noch ein. Oh, schade. Die letzten 1.000 Blöcke. Oh, noch ein Rune Portal. Oh mein Gott, ich dachte gerade, dass da einer... Hey. Ich dachte gerade, dass da ein OP Gap ist. Oh mein Gott, bitte. Bitte. Ein Dschungel. 300. Das ist mitten im Bambuswald, glaube. Nee, dahinter. Da hinten ist ein Dorf. Wir müssen auf 0 Koordinate. 100 Blöcke noch. Wir dürfen nicht zu weit fliegen. Okay, wir müssen hier rüber nach links. 25 Blöcke noch. Wir haben es einfach. Wir sind bei der Hälfte. Könnt ihr euch das vorstellen? Er stört uns noch auf unserem Weg, die Hälfte zu überwinden. Er ist das Hindernis und er... Oh mein Gott, ist das krass. Hier, 0-0. Oh mein Gott, ich bin so kurz davor. 15 Millionen Blöcke. Dann. Hier ist es. Bambus ist da drauf gewachsen. Hier, 15 Millionen. Ja. Ist das krass. Hier ist es einfach. Einfach hier. Das ist der Block. Ist das geisteskrank. Wir haben es geschafft. Die Hälfte, die scheiß Hälfte. Und das Ding ist, wir haben leider hier wirklich nicht aktiv gespielt. Immer nur ab und zu. Auch immer mal wieder die Map hin und her geschoben. Von Server auf Singleplayer und so. Und das hat immer so lange gedauert. Und das war immer scheiße. Und jetzt auf Singleplayer mit Regen und so ist das am besten. Und wir... Es geht schnell. Wir können diese Blöcke schnell machen. Wir haben zwar jetzt sehr, sehr lange gebraucht, weil halt wirklich immer viel dazwischen kam. Craft Attack, andere Projekte und wir es nicht aktiv gespielt haben. Aber ich sage ernst, wir werden dieses Projekt beenden. Und das ist jetzt das großes Comeback-Video. Das hier ein großes Comeback. Wir werden jetzt mal gucken. Das ist jetzt die Hälfte. Wir haben jetzt 50% und wir werden jetzt gucken, was wir alles haben. Erstmal ist noch genügend Schalker da. Guck mal, wir haben auch noch eine Ender-Chest voll mit denen und denen. Die brauchen wir gar nicht. Ein Inventar hätte gereicht. Wir haben gefunden 28 OP-Gaps, so viele Goldäpfel, 128, 256, 300, keine Ahnung. Wie viel sind das? 256, 128, 396, macht das Sinn? 384, 419 normale Gaps, 44, zu den anderen, also pinke Schafe. Babypinkes Schaf haben wir sogar gefunden. 9 Glocken und so, Goldblöcke, ein paar Dias, aber die haben wir immer wieder vercraftet. So viele Tridents haben wir auf dem Weg einfach gefarmt. Das ist so krank alles. Hier ist noch unsere Farm drin. Guck mal, das sind alle Elytren, die kaputt gegangen sind auf dem Weg, die wir jetzt nicht reparieren. Die haben ja alle Mending, das können wir ja easy reparieren. Und jetzt kommt die krasseste Liste, denn ich habe natürlich mitgeschrieben, was wir alles gefunden haben. Warte mal, wir müssen hier ganz kurz, bevor wir das machen, ein Schild machen. Und wir opfern dafür einen Goldblock. Hier kommt's hin. 15 Millionen... Blöcke, geht nicht. 15 Millionen. Wir machen 15 Mio. Am 30.07.23, 19.56 Uhr. Boom. Wir waren hier. Und hier ist einfach ein Dschungel. Und dahinter war noch ein Dorf. Okay, aber jetzt kommt die krasse Liste, die wir mitgeschrieben haben. Denn ich führe eine TXT, eine World Border TXT, die alles beinhaltet, was wir gefunden haben. Und wir sind jetzt bei der Hälfte. Und jetzt gibt es jetzt die große 50% Hälfte der Reise zusammenfassen. Wir haben gefunden 19 Mansions. 3 davon mit Obsidianraum. 5 davon mit Schatzraum. 55 Myzelbiome. Einmal hatten wir ein Skelettpferd, was so explodiert ist mit Blitz und so. Ein Fossil haben wir irgendwie in der Oberfläche gefunden. 7 Full Iron Mobs. Jetzt passt auf. 44 pinke Schafe, was krass viel ist. 12-mal ein babybraunes Schaf, was auch geisteskrank selten ist. 21 babyschwarze Schafe, 15 babygraue, 14 babyhellgraue und ein babypinkes Schaf. Wir haben so viele babyfarbige Schafe gefunden. Die sind so krass selten, das ist gestört. Dann
hatten wir, glaube ich, dreimal einen 5 hohen Kaktus. Wir hatten auch mal einen Zombie-Villager auf einem Huhn mit einem Item in der Hand, was, glaube ich, auch selten ist. Und einen Zombie auf einem Huhn. Aber ich glaube, das ist nicht so krass selten. Aber das kann sich sehen lassen für die Hälfte. Und wir müssen ja diese Anzahl an Blöcken, die wir jetzt gerade gemacht haben, nochmal machen. Und das wird eine geile Reise. Da freue ich mich drauf. Und die wird auch Safe Call schneller wie sonst. Und der Timer ist jetzt auch bei 7 Tagen und 14 Stunden. Wir waren unterwegs, reine Flugzeit, sind ungefähr 3 Tage und 14 Stunden nur geflogen mit Raketen, Trident, um jetzt hier zu sein, wo wir jetzt sind. Ungefähr. Ey, aber das ist ultra geil. Wir machen da auf jeden Fall weiter. Wir haben jetzt erstmal die Hälfte erreicht und das ist schon mal geil.